Hallo Freunde. Das Mädchen sah zufällig eine alte Pappschachtel am Straßenrand liegen, inmitten des Andrangs der vorbeikommenden Menschen. Von Neugier getrieben, näherte sie sich und öffnete vorsichtig den Deckel der Schachtel. Vor ihren Augen bot sich eine herzzerreißende Szene, eine kleine Katze lag regungslos auf dem schmutzigen Futter, ihr Körper war so schwach, dass sie keinen Laut von sich geben konnte. Die Augen der Katze waren voller Müdigkeit und Verzweiflung, doch als er sie sah, blitzte immer noch Hoffnung auf. Die Katze lag still und reagierte nicht, als sie ihn berührte, als hätte sie alle Kraft verloren, sich zu schützen. Das Herz des Mädchens zog sich zusammen, sie wusste, dass sie dieses kleine Geschöpf nicht allein lassen konnte. Obwohl sie wusste, dass sie eine Studentin mit begrenzten finanziellen Mitteln war, beschloss das Mädchen, dies zu unterstützen. Aus Angst, dass die Katze ernsthaft krank sein könnte, brachte sie sie in der Hoffnung auf Heilung eilig in die Tierklinik. Unterwegs tröstete sie die Katze ständig und versprach, dass sie alles tun würde, um ihr bei der Genesung zu helfen. Im Krankenhaus erzählten ihr die Ärzte nach einer gründlichen Untersuchung eine Wahrheit, die sie verblüffte, die Katze sei am gesamten Unterkörper gelähmt und könne nur ihren Kopf bewegen. Deshalb kann es nicht protestieren oder um Hilfe schreien. Die Ursache kann ein schweres Trauma oder Missbrauch sein. Die Ärzte beschlossen, bei der Katze eine Knochenmanipulation und Akupunktur durchzuführen. Dies ist ein komplizierter Prozess und erfordert Geduld, aber das Mädchen ist bereit, die Katze auf dieser Reise zu begleiten. Auch nach den ersten Behandlungen hat die Katze noch keine großen Fortschritte gemacht. Das Mädchen ließ sich nicht entmutigen und glaubte weiterhin an die Fähigkeiten der Ärzte und die Widerstandsfähigkeit der Katze. Eines Tages, während die Ärzte eine Akupunktur durchführten, ertönte ein leises Knacken. Sie machte sich Sorgen darüber, was passiert war. Doch das Wunder geschah, die Katze begann langsam, ihre Hinterbeine zu bewegen. Freude erfüllte ihr Herz und das der Ärzte. Mit engagierter Pflege und professioneller Therapie erholte sich die Katze von Tag zu Tag allmählich. Nach nur 2 Wochen sorgfältiger Akupunktur und Knochenmanipulation war die Katze in der Lage, von klein auf normal aufzustehen und zu gehen. Jeder Schritt der Katze bringt dem Mädchen grenzenloses Glück. Sie erkannte, dass es Liebe und Ausdauer waren, die dieses Wunder schufen. Die Geschichte der Katze und des Mädchens verbreitete sich schnell und inspirierte viele Menschen zu Freundlichkeit und der Kraft der Entschlossenheit. Glücklicherweise gibt es auf dem Weg der Katze immer nette Menschen, die bereit sind zu helfen.